Hallo, liebe Besucher meines Kanals. Es ist jetzt Freitag, den 13. November 2020. Ich sitze wieder auf dem Dach. Die Uhrzeit ist kurz nach 7. Die Sonne hat sich seit dem Untergang am 8. am Sonntag nach Schließung des Flughafens Tegel hat sie sich nicht mehr blicken lassen. Gestern mal ganz kurz hat sie zwischen den Wolken mal durchgeschaut. Ansonsten weint scheinbar auch der Himmel. Er würde sich das Elend wahrscheinlich gar nicht mit anschauen. Wenn man hier rüber schaut, da steht ein riesenschöner, toller Flughafen und nichts passiert. Die einzigen Geräusche, die ich jetzt hören kann, das ist die Autobahn. Pausenlos hier natürlich lang geht, ein konstantes Geräusch. Die Müllabfuhr, wie es halt überall ist. Die Vögel ab und zu, das ist noch das Angenehme. Natürlich die Krähen, die Elstern, die hier vorbeikommen. Das einsame Radargerät, was dort hinten sich weiter dreht, aber kein Flugzeug mehr da ist, kein Flugzeug zu sehen. Auch das Radargerät auf dem Turm dreht sich unermüdlich. Die Lichter sind wirklich überall aus. Die Bahnen sind mit weißen Kreuzen belegt, damit sich nicht doch vielleicht noch jemand verirrt. Weiße Kreuze heißt, die Landebahn ist gesperrt. Nun, das sind die ersten Bilder von diesem Flughafen nach der Schließung. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht den Sonnenaufgang filmen, aber auch heute, am Freitag, sind die Wolken schon wieder da und verdecken auch die Sonne. Es ist auch einigermaßen trübe, die Sicht ist auch nicht allzu doll.